Einen wunderschönen guten Nachmittag und willkommen zu einer weiteren Folge auf der Ehrengrad zusammen mit dem Max und dem Paul. Hallo. Moin. Wir haben Pläne für die heutige Folge und zwar, ich gehe mal ins Menü bzw. in die Kartenübersicht. Wir wollen eine neue Wiese kaufen. Und zwar diese hier über dem Sägewerk und Kalkstation für 125.000. Kaufen. So. Der Wendekreis von diesem Gefährt ist so riesig. Ah, das ist jetzt nicht angezeigt. Mach einmal so. Die ist orange. Das heißt, sie ist erntereif. Also werden wir jetzt Gras mähen. Ich freue mich schon auf denjenigen, der die Tiefen lockert. Muss die Tiefen lockert werden? Ja. So, jetzt ist mal eine wichtige Frage. Wo fange ich jetzt bei diesem Wiese an zu mähen? Unten in der Ecke hier, oder? Ich glaube, das ist egal. Ist egal, ne? Das ist einfach wurscht. Das ist, weil da ist überall die Ecke. Ich fange einfach mal hier unten an der Straße sozusagen. Kommt gerade kein Auto. Das ist senkrechtes Feld. Ah, ne, wir haben ja Feld 4, 6 Meter haben wir. Oh, die ersten Hupen schon. Weil ich hier zu langsam wegfahre. So, auf geht's. So. Ich zerstöre jetzt unsere schönen Sojabohnen. Ja, warum machst du sowas mit deinem Nicht-Pflegebereifungstrecker da? Das ist, ich kann da nichts für. Nicht zumutbar. wir wollen hier raus dann auch Silageballen pressen, da wir ja in der letzten Aufnahmesession ein bisschen Probleme hatten mit dem Bunkersilo. Dass da nicht alles rausgeht, wo wir momentan noch nicht wissen, woran es liegt. Wenn ihr eine Idee habt, gerne in die Kommentare schreiben. Deswegen machen wir jetzt Silageballen. Das wird, denke ich mal, besser funktionieren. Die Kanten muss ich nicht so großzügig oder so feinfühlig ausfahren, ja. Reicht, wenn ich ein bisschen rüber rumfahre, ja. Denke ich auch. Dann ist gut. Auch hier dieses Gestrüpp nehme ich nicht so mit. Da wird Alter, schon so zwei Spuren drin, ey. Ja, da wird schon einiges bei rumkommen hier auf der Wiese hier. Der Paul verfolgt mich schon mit dem Schwader. Und der Max wird dann gleich das Pressen übernehmen. Wenn er mit dem Düngen unserer Felder da, oder beziehungsweise von gemieteten, nee, nicht gemieteten, da, Lohnaufträgen durch ist da. Habe ich noch Lohnaufträge offen? Oder was ist das? Nö. Welche? Wir sind durch, die Lohnaufträge. Ja. Also, ihr habt leider gegen mich gestimmt mit der Ballenwickel-Kombi. Lieber nicht. Fragen die von Quellern oder die von Anderson? Anderson? Hätte ich auch gesagt. Aber nur gemietet, die Wickelmaschine, ne? Ja, schon. Weil ich würde jetzt dann nochmal runterfahren und mir breite Schlumpen drauf machen, dass ich gleich mitbringen kann. Da braucht nachher keine runterfahren. Das wäre eine gute Idee. Ah, die schaut. Ja, ich finde die vom Quellland fast ein bisschen schöner, muss ich sagen. Hä? Ganz hinten. Ganz letzte. Oder von Beacon. Von Quellland, die ist schöner. Kostet aber natürlich auch 1122 Euro. Nimm halt die von Ferneland, mir wäre das egal. Ja, dann nimm die. Wenn sie dir schöner ist, du musst damit fahren. Ich hab jetzt. Obwohl wir gleich vielleicht auch mal tauschen werden. Also der rechte Reifen zerstört nichts und der linke Reifen zerstört gleich zwei. Wow. Dein Kumpel. Macht Sinn. Nee, Quatsch. Ergibt Sinn. Ergibt. Es ist besser als. Wie? Ist das hier alles eine Wiese, wo ich rumfahre? Ich muss mal die kleine Karte anmachen. Jo. Alter Schwede, ich bin noch nicht eine Runde gefahren, ne? Ja, ich auch nicht. Ja, das hätte ich ja wohl gemerkt, wenn du mich überholt hättest, oder? Frage, wollen wir die mit der Timelapse machen? Nein. Wir machen da so weit, wie wir kommen jetzt in den zwei Folgen an diesem Wochenende und den Rest machen wir dann offscreen zu Ende. Ja, habe ich mir auch schon gesagt. Also das ist echt. Das werden wir viel. Nicht schaffen in praktisch einer halben Stunde ungefähr.
wenn man die zwei Folgen von heute und von morgen zusammenrechnet. Ja, da kann man froh sein, wenn wir zweimal außen rumkommen. Ich glaube auch. Das ist halt auch nicht gedüngt. Es braucht danach auch Kalk. Die Frage ist, ob wir es pflügen wollen. Ja. Boah, dann müssen wir mit mehreren Leuten pflügen, ey. Wir haben nur einen Pflug. Ja, dann mieten wir uns noch zwei oder so. Obwohl wir auch nicht die Trecker dafür haben, glaube ich, ne? Doch, das hätten wir. Also zwei oder? Haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, der Lindner geht auch. Ja, der Lindner geht auch. Aber ob dein Case da was ziehen kann, weiß ich nicht. Doch, der schafft es. So, ich hab's geschafft. Die erste Runde. Ring, ring, ring. Hä, welcher Case? Brauch doch kein Case. Du hast so ein Case, oder nicht? Ja, Casey H, nenn wie du willst. Ach so, meiner. Ja, ist das kein Case? Das ist Pauls Case. Ich hab keinen eigenen Traktor. Ich könnte auch gern meinen nutzen. Mir ist das ja... Ich und Lucky, wir hatten damals nur Gemeinschaftstraktoren gekauft. Ja. Den, ja, wir haben noch einen PS-Steigen gekauft. Den Lindner, den hast du ja standardmäßig drauf gehabt und den Regitrack. Mhm. Und dann haben wir gesagt, dass wir noch einen dazu nehmen und ich hatte den Fan vorgeschlagen und Paul war damit einverstanden. Ja. Und Max findet den Sound ja auch recht gut von dem Fan. Ja, mein Sound ist auch gut. Ah, der ist auch gut. Der muss auch Sound haben, so ein alter Traktor, ne? Ja, MW-Trag. Ja. Der hat auch Sound. Kannst nicht in jedem Spiel, in jedem Projekt, was wir machen, einen MB-Truck fahren? Nee. Deswegen fahre ich ja auch jetzt hier Casey, ja. Mir gefiel ja noch der Fan 500 ganz gut. Deswegen haben wir ja noch die eine Mod da drauf genommen. Da kann man nicht die Farbe auswählen. So, ich hol mal den Ballenwickler ab. Ich stelle den Düngestreuer hin, hol den Ballenwickler und... Wie schnell fährst du, Paul? 15, 14. Achso, okay, ich fahr 20. Haben wir einen Kalkstreuer? Nein. Haben wir nicht, haben wir uns nur einmal gemietet gehabt. Muss mir jetzt bald, glaube ich, auch mal eins kaufen, denke ich. Ja. Auf jeden Fall. Und, was gibt's denn da? Was wir eigentlich gesagt hatten, wenn wir jetzt auch die neue Wiese haben, was als nächstes oder eigentlich als erstes auf der Kaufliste steht, den Big M, ne? Hatten wir gesprochen. Ich weiß gar nicht, welche Arbeitsbreite hat er denn, aber der fährt schneller und hat... 10 Meter und hat 25 km/h. Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Was hat das Pöttinger Schneidwerk, der Schmetterling? Keine Ahnung, das ist ja das Kleine. Ist ja nur das Kleine, es hat ja hier 8,1 Meter. Welches denn? Du hast doch das hinten der Schmetterling hast du noch. Das hat doch neue Pöttinger habe ich. Ja, 8,1 Meter. Ja, und vorne nochmal 3, ne? Ja, also 8,1 Meter, ja. Genau. Ja, vorne die 3,1 Meter. Aufrechne. Die 3 gehören nicht mehr mit drauf. Die 3 sind in den 8,1 Meter mit drin. Ja. Aber die beiden habe ich. Das mit 3,1 und mit 8,1 da. Also ich nehme jetzt den Querneland. Oder wollt ihr lieber den Recon? Nimm mal ruhig Querneland. Folienfarbe? Pink? Nee, mach mal ruhig schwarz. Boah, das hätte ich schon fast gekauft. Obwohl, ich habe auch mal pinke Ballen gemacht. Die sah man ganz gut, nämlich auf den Feldern auch. Es gibt da auch ein Skript, wie man die Farbe anpassen kann, dass du alle möglichen Farben nehmen kannst. Ich habe jetzt fast, falls fast euch das interessiert, gekauft, aber gibt's vom LSFM. Aber ich habe ihn natürlich gemietet. So. Ach, jetzt, was hast du jetzt genommen? Den? Ach nee, der hat eh keinen Land. Vergiss es, was ich sagen wollte. Was? Ich wollte fragen wegen Ballenzähler, aber haben wir nicht drauf. Nee, haben wir nicht drauf und der Werneland, glaube ich, hat einen automatischen Ballenzähler drin, oder? Nein, der Ding hat der Krone, die Krone haben einen. Hat der Dings nicht auch einen? Oder war das wegen der Mod, die wir hatten? Das war, glaube ich, der Mod. Ah, okay, dann vertue ich mich. Ja, wir hatten den Ballenzähler-Mod drauf.
Dann verzeiht mir meine Inkompetenz. Das war die Ballenzähler-Mod. So, hier. Das schaut natürlich schon ganz anders aus wieder, Paul. Mit den Mietersreifen. Only Trelleborg. Only Trelleborg. Na, wenn Trelleborg das nächste Mal auf Platz 1 landet, dann mache ich Trelleborg-Reifen drauf. Nee, das dürfen wir nicht. Och, nee. Was dir denn für ein Alarm? Mitten in der Aufnahme. Eieiei. Weihnachtsalarm. Ja, hört sich so an, ne? Kirchenglocken zu Weihnachten. Wieso dürfen wir nicht auf Platz 1? Jackie hatte Glas den Stuhl versprochen, wenn wir Platz 1 sind. Ach so. In der Gesamtwertung oder bei einem Turnier? Bei einem Turnier. Aber eine Goldmedaille wäre doch auch nicht schlecht. Ja, hast du auch recht. Ist doch nicht so schlimm, Jackie, also, doch den Stuhl. Das war ja sowieso mein Ziel, eine Medaille zu bekommen, einfach. Also, erster... Brauchst du nicht nur auf den Offline? Nee, Medaille gibt's immer. Für die ersten vier Teams, glaube ich. Und mein persönliches Ziel war auch, wenn ich mal mitspiele, dann auch eine Medaille zu kriegen. Natürlich wäre die Goldmedaille natürlich das Highlight. Ist logisch, der erste Platz. Aber ich würde mich auch mit der Medaille vom vierten Platz da zufrieden geben. Ne? Dritter, vierter. Ja. Mhm. Das wäre so mein persönliches Ziel. Und ich hoffe, das schaffen wir. Paul, haben wir denn schon so eine fertige Schwad, oder? Ja. Ja, einmal außenrum kannst du schon. Ist das ein Mittelschwader? Mhm. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Kann ich ja genauso oft fahren wie ihr. Richtig. Also zumindest so oft wie ich. Oder wir müssen uns mal einen größeren kaufen. Und Querneland gibt's doch so ein Riesending. Naja, und wenn wir uns ein Big M kaufen... Oh nee, ich muss da jedes Mal anhalten. Richtig, wir haben keine Non-Stop-Presse. Scheißdrecksding. Deswegen wollte ich auch der Oberbayern auch keine Rundballenpresse, wenn ihr nicht die Beacon wollt. Ja. Das wäre ja auch nicht anders gewesen. Stimmt. So. Muss ich jetzt jedes Mal Z drücken, dann lädt er den Ballen aus. Und dann musst du nochmal Z drücken, glaube ich, um die Klappe zuzumachen. Ja. Und jetzt rollt der Ballen weg. Ja, das ist auch wieder der Nachteil hier an Rundballen, ne? Ist er denn? Wer hat sich das bloß ausgedacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Rundballen in den Bergen. Ja. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet in der Folge. Das hatten wir, glaube ich, auch in den ersten Folgen, wo wir auch mal Ballen gemacht haben, wo wir Gras- oder Heuballen gemacht haben. Ja, beides, glaube ich. Oder beides. Ein Wendler. Ein Wendler haben wir, ja. Wendler. Halt Z. Z wie ziemlich. Gut, dass es nicht voll gedüngt ist, habe ich Glück. Ja, das ist ja alles Geld. Was kostet denn Big M? 500? 400.000? 390. Oh, ist ja ein Motto, ist ja ein Ziel, ne? Ich glaube, wir haben schon mal geschaut. 380 macht sich benötigt. Ja, wow. Denkst du, ich weiß jetzt den Preis vom Grunde Big M? Ich kaufe den ja jeden Tag 5-mal, gell? Ja, für den nordfriesischen Marsch brauchen wir doch 5 Stück auf einer Wiese, oder nicht? Ich habe nur 3. Big M? Insgesamt. Oder nur 3 Wiesen? Nur 3 Big M. Okay. Am schlimmsten, am meisten Schwad bringt die Ackergraswiese. Ja, aber mit eurem Ackergras. Krieger wollte auch auf Oberbayern sofort Ackergras anbauen. Da hat er gemerkt, dass es nicht viel bringt, dann nicht mehr. Ja. Da war der Bogen zu groß. Wie schnell fährst du, Paul? 15. Ich? Ja, da hatten wir aber auch schon drüber geredet. Ah. Ja, ich weiß das ja nicht, er war ja nicht dabei. Doch, das war dabei gerade, vor 5 Minuten. Das also. Ist wie mit Krieger, Max. Ihr beide diskutiert was, so als Beispiel auf Feld 15, da machen wir Weizen drauf. Alles klar. Alle zugestimmt, yo, ich sage yo, Max sagt yo, Paul sagt yo. 2 Minuten später fragt Krieger, was machen wir denn auf Feld 10? Du siehst nur, wie alle Leute sich vor der Stirn klatschen. Krieger, haben wir gerade drüber geredet. Oh, hab ich wohl nicht zugehört. Ah, immer wieder schön, immer wieder lustig, immer wieder Krieger. Grüße gehen raus an unseren Homie von der Oberbayern. Lustiges Kärtchen, der Krieger. Ich glaube, ich hole euch nicht ein.
Wie schnell fährst du denn mit der Presse? Achso, du musst ja immer wieder anhalten, ne? Ich hab Paul gleich eingeholt. Ich sehe es auf der Minimap. Mhm. Ja, ich sehe schon. Mit dieser Vierradlenkung hier zu lenken, kommst du auch manchmal neben die Schwarz. Also, ne? Kann man die nicht ausstellen? Ne, ging nicht, ne? Da haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Ja, aber nicht heute. Du kannst ja ausstellen. Aber in der FSL ist die ganz geil, die Vierradlenkung. Ja, deswegen habe ich es eigentlich auch an. Paul, du kannst auch gerne hier mit kannst dem auch vier Ballen Case mitnehmen. Fahren. Kannst du auch fünf Ballen mitnehmen. Aber wer ist es, der so gut die Ballen auf dem Telelader stapelt? Irgendein Typ war das doch. Das, wo bei der FSL immer bei den Scrims ist. Was? Ich glaube aber, die Folge ist langsam hier. Am Limit? Lucky. 23, glaube ich, haben wir angefangen, ne? Also mein Timer ist um. Also ja. Ich weiß ja nicht, wann wir angefangen haben, aber mein Timer ist dann um. Dann drehe ich eine Runde. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mir sehr helfen. Wenn ihr noch kein Abonnieren angeklickt habt, könnt ihr das auch gerne machen. Abonnieren kostet nichts. Ansonsten morgen 15 Uhr, nächste Folge Erlengrad. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.